Hellas und willkommen zurück im PBM 172. Ich bin der griechische Captain und wir befinden uns im Triple Feature Runde 191, Runde 192 und Runde 193. Wir befinden uns immer noch dabei, hier die internationalen Spiele auszurichten. Es sieht schon recht gut aus. 1614 Hämmer habe ich beigetragen und das sind jetzt 73%. Also es scheint ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen zu werden zwischen mir und Q-Aladin. Wenn denn das 73% sind, dann muss ich gleich mal beim nächsten Mal gucken, was da noch dazu kommt. Bisher habe ich ja immer gute 500 an Produktion pro Runde hineinbekommen. Ja, unter anderem auch, weil ich hier nebenbei ein paar Wälder abgeholzt habe, wie hier. Holzen wir nochmal ab, gibt 6 Stück bei Jerusalem. Diese 6 sind schon mal auch ganz wichtig. Okay, was machen wir jetzt sonst noch hier? Während all die Städte hier nichts bauen, außer die internationalen Spiele, werden wir hier die Bauarbeiten hier, die Bautrupps, Bauernhöfe errichten. Dann haben wir hier noch unseren Künstler, den ich, warum ist der eigentlich immer noch da, doch schon längst ins goldene Zeitalter umgewandelt habe, weil ich das ja verlängern will, weil nachdem die internationalen Spiele fertig sind, will ich ja auch noch entsprechend die Forschungslabore schnell bauen, damit ich schnell noch ordentlich richtig weiterforschen kann, und zwar so schnell, dass ich hier dem Q-Aladin davon forschen kann ein bisschen. Momentan, wenn ich jetzt mal auf die Demografie sehe, forscht er ja noch, ist er ja noch vor uns mit 69%. Warum ist er das? Weil er beim Forschungsbaum, wo wir sind, hier Kühltechnik hat er und er hat Eisenbahn hat er. So, und ich habe auch gleichzeitig hier, wenn man sieht, ich habe was erforscht. Ich habe nämlich jetzt Plastik erforscht diese Runde. Kann ich jetzt nämlich Infanterie machen, kann ich hier ein Forschungslabor machen und Christo Redendor. Naja gut, Kulturkosten sinken um 10%, ist nicht ganz so wichtig. Kultur nochmal 5, auch nicht ganz so wichtig. Wichtig wäre, dass ich jetzt als nächstes die Eisenbahn mache, damit hier zumindest schon mal die Eisenbahn gebaut werden kann, um noch mehr Produktion zu bekommen. Gibt außerdem auch noch einen zusätzlichen Landweg. Naja, Neuschwanstein, ich weiß gar nicht, ob er das jetzt fertiggestellt hatte schon. Ich glaube, er hat es fertiggestellt. Ich weiß auf jeden Fall, dass er Neuschwanstein entsprechend gebaut hat. Muss natürlich hier drin sein. Gucken wir doch einfach mal auf die Zufriedenheit bei ihm. 3 Stück. Ich glaube, er hat es gebaut. Oder baut das? Nee, er hat es gebaut. Muss ja. Er hat es ja schon lange gebaut. Internationalen Spiele sind ja auch schon eine Weile im Gange. Also Eisenbahn. Und nach der Eisenbahn kann ich dann mal gucken, was ich dann mache in 3 Runden. Ob ich dann in Richtung Elektronik gehe, Richtung Ballistik, ob ich die Kühltechnik vielleicht sogar erforsche. Wobei, so wichtig ist die mir jetzt gar nicht. Diese Hotels wären zwar schon schön, um noch mehr Tourismus zu erzeugen. Eigentlich will ich aber gar nicht auf diese Hämmerchen drauf, weil ich den Tourismuswert sowieso niemals kriegen kann, weil er ja viel zu viel... Weil er sowieso viel zu viel, Kultur erzeugt. Und die Stadien brauche ich noch nicht. Und die U-Boote, naja, wenn ich die unbedingt machen muss. Also die brauche ich, glaube ich, erst recht noch nicht. Mit 5 Feldern Zügen sind sie auch relativ langsam. Deswegen, also, ich tendiere dazu, hier Richtung Ballistik oder Elektronik zu gehen. Ballistik wäre natürlich schön, wegen den Maschinengewehren. Und ich könnte natürlich auch Flugabwehrgeschütze machen. Fängt feindliche Flugzeuge ab, die Einheiten in der Nähe bombardieren. Hätte ich auch mobile Abwehren. Dann brauche ich nicht Flugzeuge zu haben, die abwehren, sondern könnte Abwehrgeschütze nehmen. Okay, Maschinengewehr wäre natürlich auch nicht schlecht. Also, das machen wir. Wir gehen jetzt Richtung Eisenbahn. Was ist sonst noch hier so passiert? Also, in den Sachen hier. Der Joker hat Industriezeitalter erreicht. Okay. Ist inzwischen mir unwichtig, was für Techs er hat. Rekrut Jason hat die Wahlen in Ur manipuliert.
Und daraus, ne, warum geht denn das nicht weiter? Und daraus ergibt sich, ich bin jetzt mit Ur verbündet. Und dadurch ergibt sich jetzt, Ur hat den drei Freunden hier vom anderen Kontinent den Krieg erklärt. Dann, ja, Ur, meine Kultur, ich habe soweit mit Kultur beeindruckt. Damit ist er jetzt auch noch bei 115, habe ich den auch nochmal schneller. Und, dann, oh, Quebec ist wieder gefallen. Na ja, gut, um 5, das ist nicht weiter tragisch. Rekrut Antea hat die Wahlen in Almaty erfolgreich manipuliert. Das ist sehr schön. Damit ist Almaty jetzt auch fast in meiner Hand. Bin Freund. Das heißt, ich kriege da auch Einheiten von denen. Sollte ich eigentlich irgendwann demnächst auch mal eine Einheit kriegen. Und, ja gut, Chahoika ist auch gefallen. Auch nochmal um 5 von 120 auf 115. Also das Fallen ist nicht so schlimm. Gut, was machen wir dann mit den Spionen? Also Ur brauche ich den Spion jetzt nicht mehr. Ich bräuchte ihn noch in Almaty, aber in Ur brauche ich ihn nicht mehr. Und deswegen schicke ich den jetzt zu Attilas Hof. Hier kann ich wieder auswählen, Diplomat oder Spion. Ich nehme einen Spion, Diplomat brauche ich jetzt nicht. Wenn ich ihn jetzt als Spion dahin bringe, ja, hier irgendwie dann... Sieht man ja, würde ich hier das endlich mal alles sehen, was er hier so hat. Und ich kann endlich auch mal in die Stadt reingucken, was er denn alles so baut und was er da schon drin hat. Wie viel Forschung er in seiner Stadt hier macht. So, jetzt kommen wir dann mal langsam zu den Einheiten ziehen. So, unser Bautrupp hier kann in Richtung Süden ziehen. Dieser Bautrupp kann in Richtung Wasser ziehen. Und dann machen wir mal los hier. Beschießen wir mal hier jetzt. Erstmal beschießen wir das Lager. Dann beschießen wir den Ritter. So, beziehungsweise, nein, ich habe es andersrum gemacht, ist aber egal. Dann hier beschießen wir nix. Der ist für ihn. Und ja, ich habe ja noch ein Barbarenlager. Hier beschießen wir auch noch ein Barbarenlager. Und zwar 1, 2 und 3 gibt wieder Geld. Sehr schön. Die anderen Bautrupps können wir eben jetzt hier auf die Straße, damit wir uns schon mal vorbereiten können. Hier, also der kann dahin vorbereiten, damit wir hier auch die Eisenbahn bauen können. Was will ich jetzt noch machen? Ja. In Sparta werden jetzt 1000 Geldstücke ausgegeben, um hier jetzt das Forschungslabor zu bauen, zu kaufen. Zack, sind immerhin 41 mehr, ist schon mal eine gute Hausnummer. Wenn man mal denkt hier mit den Künstlern, die kriegen hier 2, 4, 6, 8, ne? Und die hier dann auch noch ein mehr, und was ich natürlich total vergessen habe, war, aber beziehungsweise war ja eigentlich in Ordnung, weil ich mache ja internationale Spiele, war halt hier den wegzunehmen und in das Forschungslabor zu setzen. Das mache ich dann, wenn ich hier mal wieder umorganisieren muss. Also irgendwann mache ich das dann noch. Keine Sorge. Wahrscheinlich werde ich es nicht so genau ins Detail eingehen dann. So, kommen wir zum Krieg. Teotihuacan ist immer noch schön in meiner Hand. Inzwischen produziert das hier auch wunderbar genug, dass das Monument sogar bald fertig wird und wird immer steigt auch im Wachstum durch meine vielen Stadtstaaten. Schon 7 Nahrung hier in dieser Stadt. Ganz alleine dadurch, dass ich so viele Stadtstaaten habe. Plus die Nahrung, die halt hier so erzeugt wird. Dort, dort und dort. Und durch den Kornspeicher komme ich immerhin auch noch auf Zusatzglauben, Zusatzkultur, mehr Geld und noch ein paar Hämmerchen. Sind wir bei 4,942. Okay. Wie gehen wir jetzt hier weiter voran? Ja, wir wollen jetzt als nächstes Tenochtitlan kriegen. Und dabei hier auch den hier so ein bisschen was geben. Deswegen kann der mal darüber. 1, na gut, okay, 1. Schade, 1. Und wieder zurück. Okay, was machen wir ansonsten hier? Wir bewegen ein bisschen die Einheiten.
Der hier steht hier unten. Was macht der jetzt hier? Der soll nach dort gehen. Nach dort gehen. 1, 2, 3, 1, 2, 0,2, 1,2, 3,2, 4. Gut, gucken wir mal. 1, 2, aha, da ist nichts weiter großartig. 3, 4, plündern. Nee, das machen wir nicht. Zack, wir gehen mit der Einheit hier rüber. So, ja, ich glaube schon so. Und gehen mit der Einheit hier hinten hin. Irgendwie so. Ich glaube, so habe ich es gemacht. Ach, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Das kommt halt davon, wenn die Züge so schnell vorangehen. Gut, was ich auf jeden Fall gemacht habe, war hier die ganzen Weltkriegsinfanterien in normale Infanterien umzuwandeln. Jetzt kann ich nämlich mit der Einheit auch hier rüberziehen. Nein, ich habe mit der bin ich... Wie gezogen? Wie habe ich mit der gezogen? Ich glaube, ich habe die dahin gezogen. Ja, oder so. Genau. Den einen hier rüber. Den dahin. Den dahin. Upgraden. Den dahin. Den so. Und den in die Stadt rein. So. Und mit den lassen wir mal hier so stehen. Wunderbar. So oder so ähnlich habe ich gezogen. Ist auf jeden Fall nichts Wichtiges passiert an der Stelle. Ja, ansonsten hier ist Indien. Das lassen wir mal außen vor. Weil wenn wir mal die Kulturübersicht anschauen, sehen wir ganz deutlich hier. Noch 10 Züge, dann bin ich hier einflussreich. Wenn ich einflussreich bin, dann sollten doch so langsam auch vielleicht mal anfangen, die ein oder anderen Städte zu konvertieren. 1, 2, 3 Städte hat er. Sollte doch mal was konvertieren. Mal gucken, was so passiert. Okay, das wäre 191. Gehen wir weiter in Runde 192. Und was sehen wir hier? Zunächst erstmal, ein Handel ist ausgelaufen. Färbemittel haben... Was? Hat Q-Aladin geliefert? Und wir haben ihm Perlen geliefert. Wir haben auch noch Teotihuacan ist auf Bürger 4 gewachsen, okay. Wenn wir jetzt mal gucken bei dem Handel, ja, müssen wir mal gucken. Also ich kann bei ihm jetzt keine Luxusgüter mehr kriegen. Er hat keine Luxusgüter mehr, die ich nicht habe. Ich könnte ihm halt Perlen, Gold und Zitrone geben. Das heißt, ich habe 3 Luxusgüter mehr als er und davon Gold sogar dreifach. Also die hat er alle nicht, die könnte ich ihm sogar geben. Ja, so, Gewürze habe ich jetzt entsprechend auch nochmal. Ja, das ist egal und das ist auch egal. Also irgendwelche Erweiterungen da. Ja, und dementsprechend sind wir jetzt hier noch 2 Runden bis zur Eisenbahn. Wir werden jetzt mal mit unserem Mannequin hier ein bisschen uns bewegen. Der kann ja ruhig dahin. Also der Bautrupp soll an der Stelle beginnen mit der Eisenbahn. Die hier sollen hier erstmal den Bauernhof fertig machen. Verschanzt werden, jawohl. Und die beiden hier dürfen hier rüberkommen. Die sollen dann entsprechend zügig die nächste Eisenbahn fertigstellen. Also erste Eisenbahn wird höchstwahrscheinlich dann die sein hier bis nach Jerusalem. Und ganz schnell auch die hier nach Korinth, damit halt diese 2 Städte auf jeden Fall am schnellsten profitieren können. Sparta braucht die Eisenbahn noch nicht so dringend.
Ich denke mal, wir machen dann hier hinten weiter. Mal eben schnell Canterbury anbinden, haben die automatisch ein bisschen mehr Produktion. Schnell Argos und schnell Delphi anbinden, damit die das alles haben. Und ganz zum Schluss spenden wir auch noch Sparta ein bisschen was. Dann können die auch ein bisschen besser produzieren. Ja, auf der anderen Seite, Kontinent London wird automatisch mit Eisenbahn angebunden. Hafenverbindung halt. Und Lhasa ebenso. Teotihuacan, das kommt durch diesen Bautrupp. Der kann dann hier mal entsprechend runtergehen. Und wenn er dann hier ist, kann er eine Straßenverbindung, beziehungsweise gleich eine Eisenbahnverbindung 1, 2, 3 hier hochsetzen. Diese Einheiten, diese ganzen Felder alle mal reparieren. Hier oben vielleicht auch reparieren. Und zu allerletzt auch noch das Aluminium hier unten anschließen. Und das Öl vielleicht hier auch noch anschließen. Also da hat der Bautrupp hier eine ganze Menge zu tun, muss man echt sagen. Ja, was machen wir jetzt wieder diese Runde? Ein bisschen Barbarenschnetzeln. Also Barbarenschnetzel Nummer 1. Einfach nur ein blöder Bogi dort. Ja, die anderen können wir verschanzen. Achso, der soll nach dort gehen. So, zack. Super. Dann Barbarenschnetzel Nummer 2. Ja. Da der nicht gebraucht wird, kann der so hin. Kann der den da wegmachen. Kann der mal hier hinten ein bisschen gucken. Ist hier irgendwas? Da ist ein angeschlagener Ritter, den ich aber nicht erreichen kann. Okay, so. Sieht doch gut aus. Und dann, wie sieht es hier aus? Oh, ist nichts gespawnt. Das ist schade. Wenn da was gespawnt wäre hier oder im Wasser, hätte ich das vernichten können. Dann müssen wir jetzt hier weitermachen. Jetzt geht es hier bei... Ah ja, und jetzt sieht man auch, wie ich gezogen hatte. Hab hier ein bisschen anders gezogen, den hier davor gestellt und den großen General hier hingestellt und die hier hingebracht, also damit das halt auch alles ordentlich wird. Ja, jetzt können wir hier ein bisschen zack rüberziehen, so, und wir schießen zack auf die Stadt. Und jetzt machen wir hier ein paar Sachen. So, einmal hier rüber. Plündern. 1, 2. Was macht der? 1, 2, 3, 4. Kommt genau hier in die Ecke. Und jetzt sorgen wir dafür, dass wir hier mal ein bisschen Bedrohung ausstrahlen. Ziehen wir diese Einheit. Ne, diese Einheit nicht. Ich glaube, es war... Ich glaube, ich habe die Einheit dahin gezogen. Strahlen wir ein bisschen Bedrohung aus. Wenn er hier Einheiten hinstellt, weiß er, die sind demnächst kaputt. So, was machen wir hier jetzt noch? Ja, wir gehen mal ein bisschen mit unseren Einheiten vor. Also einmal mit dieser Infanterie können wir bis hier vorne hinziehen. Da sieht man dann, hier ist auch gar nichts drumherum. Der kann bis zu der Sache vorziehen. Gut. Der hier zieht nach dort. Der hier kann hier hinten rumgehen. Und dieser hier kann hier auf dieses Feld gehen. So. Können wir hier auch noch ein bisschen vorziehen. Ich glaube mal sogar bis nach dort. Hauptsache, der kann hier möglichst viele Einheiten benutzen. So, und der dahin. Und der kann sogar dorthin gehen. Ja, der kann da rum. Und so schlängeln wir uns ja, Stück für Stück hier voran. Offensichtlich hat er hier keine Einheiten mehr am Front. Irgendwo baut er bestimmt einen Gegenpulk auf. Wir versuchen ihm nächste Runde Tenochtitlan wegzunehmen. Mal gucken, ob ich einfach reinmarschieren kann. Habt ja noch einen zweiten Reiter. Mal gucken, was so passiert. Vor Demografie hat Kualadin jetzt wieder ein bisschen mehr als ich. Und das ohne GA, also das ist schon deutlich, der hat ein richtiges Produktionsmoloch. Dafür habe ich halt inzwischen schon 20 Bevölkerungspunkte mehr als er, die natürlich auch Einfluss haben auf die Forschung und auf die
Wissenschaftler, die ich dann zum Beispiel einstellen kann. Gut. Was hatte ich jetzt vergessen? Irgendwas habe ich vergessen. Wollte ich irgendwas noch? Genau. Ja, internationale Spiele. Habe ich gar nicht drauf geguckt, diese Runde. Zu 98% ist es vollständig. Letztes Mal war es zu 73% vervollständigt. Das heißt, nächste Runde wird es definitiv voll sein, weil die anderen sicherlich jetzt nicht abbrechen. Und ich kann jetzt losgehen und hier alle Sachen abbrechen und ersetzen gegen das, was ich vorher bauen wollte. Hier jetzt zum Beispiel Forschungslabor. Und hier auch ein Forschungslabor. Und du kannst hier nicht ein Forschungslabor, du kannst hier eine Burg bauen. Du kannst hier ein Forschungslabor bauen. Du kannst hier ein Wasserkraftwerk bauen. Ja, das ist ja sogar hier schon drin. Zack. Und hier, du baust auch ein Forschungslabor. Geld sammeln wir, damit wir, wenn wir 1000 haben, bauen, können wir hier nochmal ein Forschungslabor kaufen. Dann ist Argos nämlich auch gut ausgestattet. Und wenn wir dann nochmal irgendwann Geld haben, können wir vielleicht nochmal überlegen, hier in Knossos auch ein Forschungslabor zu kaufen. Demnächst wird jetzt hier erstmal, ja, müssen wir richtig aufmachen, der Seehafen entstehen. Und in London, ja, London kann auch ein Forschungslabor bauen. Passt ja mit dem goldenen Zeitalter, dann sind die noch schnell genug da. Und ich habe ja noch 8 Runden goldenes Zeitalter, gibt bestimmt genug Geld noch, dass ich da noch das ein oder andere Forschungslabor kaufen kann. Okay, ja, dann machen wir mal weiter. Runde 193. Und ganz gespannt warten wir ab, haben wir jetzt mit unseren internationalen Spielen gewonnen. Und wir gucken auf die Punkte, die wir kriegen, auf die Sachen, die wir einführen können. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben Tourismuswert jetzt von 87. Der ist verdoppelt worden. Aber eigentlich, nee, nicht ganz verdoppelt worden irgendwie. Er ist verdoppelt worden auf 87. Ich hatte doch irgendwas... Doch, nee, passt ja. 87, doch, kann stimmen. Und hier jetzt sogar 152. Damit steige ich auch so langsam ein Stück auch beim Hunnenreich an. Und was besonders schön ist hier, Indien in 3 Runden bin ich einflussreich. In 19 Runden bei China, das passt also. Und in 44 im Aztekenland, wobei Aztekenland vielleicht sogar noch schneller geht, ihn zu erobern. So, Almaty, sind wir jetzt auch Verbündeter, weil ich ja auch nochmal zusätzlich 30 hier bekommen habe. Und damit bekomme ich jetzt hier in Almaty militärisch die Sifafi-Einheit. Interessant, die ist nämlich dann besonders schnell. Kann ich doch nochmal gut was machen. Ja, zumindest bekomme ich die so lange, wie die Sifafi-Einheit da aktuell ist. Sehr schön. Und vor allen Dingen hier Krieg gegen die anderen, das ist sehr gut. Hier ist aber niemand anderes mehr im Weg. Naja, aber vielleicht sind hier irgendwelche Stadt, irgendwelche Handelswege, die dann auch geplündert werden könnten von Almaty. Krieg wurde nämlich gegen die anderen jetzt auch ausgerufen. Politik kann ich jetzt auch eine einführen. Und ja, ich habe inzwischen nur noch 15 Zufriedenheit. Ja, nur noch ist gut, aber ich wähle jetzt Tradition weiter, Aristokratie, damit ich da nochmal plus 1 Zufriedenheit pro 10 Bürger bekomme, was dann im Endeffekt nochmal plus 14 Zufriedenheit macht, macht 29. Damit kann ich doch auch wieder eine ganze Menge einnehmen und auch schön weiter wachsen. Denn Wachstum ist alles. Die Produktion, wenn man mal genau drauf guckt, ich bin zwar produktionsmäßig auch jetzt wieder weiter vorn wie der Erste. Wahrscheinlich hat jetzt hier Q-Aladin wieder auf Wachstum umgestellt. Aber bei allen anderen Sachen liege ich halt vorn. Ja, Eisenbahn in einer Runde und dementsprechend hier mal die Einheiten richtig hinziehen. Der soll dort warten. Und die Einheiten hier, der soll dorthin. Da. Und der kann meinetwegen hier einen Handelsposten anfangen.
geht hier nach unten weiter. Und der macht sich auf dem Weg auf dieses Feld. Okay, also. Ja, was hatte ich noch vergessen? Ich hatte es ja am Anfang gesagt, hier in dieser Stadt jetzt das Produktionsfeld weg, denn die Burg brauche ich nicht in 4 Runden. Das Forschungslabor brauche ich schon eher, damit hier ein großer Wissenschaftler wird bald fertig. Ein großer Schriftsteller, großer Musiker dauert noch ein bisschen. Großer Wissenschaftler dauert auch noch ein bisschen. Naja, große Händler lassen wir mal, gibt es nicht so viel. So, ansonsten Barbaren gestenzelt ist wieder diese Runde. Einmal dort, 8 Stück, 8 Gold, 8 Kultur. Das wird auch nicht mehr. Hier oben ist sogar gar keiner drin. Ist ganz toll. Und was haben wir hier? Einen Bogenschützen. Klasse. Sowas liebe ich doch. Feuer frei. 7 und er hat immer noch da die Einheit da drin stehen. Super. Klasse. Ja, dann sehen wir jetzt hier bei Tenochtitlan. Er ist zum Angriff übergegangen. Er hat mit seiner Kavallerie hat er hier angegriffen. Und er hat hier mit dem Armbrustschützen angegriffen. Und wenn man nochmal auf die Bootskombination sieht, ich dachte eigentlich, ich habe Präsenz gemacht. Na gut, ich habe wohl die Einheit hier unten hingezogen. Aber macht ja eigentlich nichts. Ich kann ja hier ein bisschen was nachlegen. Den hier wollen wir mal so langsam hier oben in die Richtung ziehen. Da ich glaube, ich brauche da noch mehr Einheiten. Ein weiteres Schiff mit Logistik. Und was machen wir jetzt mit den anderen? Wir haben jetzt hier einen Schützen. Den kann ich nicht ohne weiteres wegschießen. Der ist sowieso der falsche. Da 26 Schaden mache ich drauf. Dann habe ich hier einen Armbrustschützen. Der ist mit 2 Schuss weg. Dann muss ich noch einmal auf die Stadt schießen. Also 2, 3 Schuss, 4, 5 Schuss könnte passen. 6 Schuss, vielleicht noch einen da drauf. Müssen wir mal sehen. Also, erstmal, wie schießen wir jetzt? Wir stellen die Einheit dahin. Der kann ruhig außerhalb des Gefeldes sein. Der kann dahin. Und der hier kann, Moment. 4, 5, 6. Machen wir es so. So, der kann dahin und dann wollen wir mal. Und Feuer frei, 35 und Feuer frei, 40. 3 Stück fehlen. Schade, hätte ich ein bisschen anders timen müssen, aber egal. Dann kommt jetzt der hier. Einmal den, 73. Kann der den wegmachen. So, einmal haben wir jetzt hier schon mal wieder was weggemacht. Wunderbar, eine Kavallerie weg. Dann hier noch den Armbrustschützen weg. Und damit kann ich mir jetzt hier die Versorgung endlich auswählen. Zusätzliche Sicht brauche ich an der Stelle nicht. Aber die Versorgung wäre ganz wichtig, damit ich auch nochmal hier... Der hier zum Beispiel, wenn er nicht gebraucht wird, könnte der dann sich einfach mal hochheilen nächste Runde. Deswegen hier das bis zur Heilung verschanzen. Und, ja... Jetzt muss ich noch auf die Stadt noch schießen. Einmal so. Ne, 28 auf die Stadt, damit sie niedrig bleibt. 21 Schaden auf die Stadt. Ja. Den Rest lassen wir so. Der hier kann hier sich ein bisschen verschanzen. Der kann hier hoch plündern und zurück. 31 Gold geplündert. Das war ja ein Festakt hier. Wunderbar. Ist er wieder voll bei 69. Sollte er nicht so leicht wieder von hier den weiteren umgeholzt werden. Interessant, hier ist kein General mehr. Hier gibt es nur noch den. Gut. Dann müssen wir halt das beim nächsten Mal halt fertigstellen. Weitermachen. Jo, was machen wir jetzt hier? Ich weiß gerade gar nicht so recht. Einen nach vorne oder zwei nach vorne? So. So, aha, okay.
stelle ich mich mal genau auf das Feld. Und 1, 2, 3 müsste ich dahin mit der Artillerie dorthin. Zwei Felder kann ich mich auf Straße bewegen, um jetzt da drauf zu schießen. Okay, 25 Schaden auf diese Kavallerie. Und wir sehen vor allen Dingen, was hier los ist. Also, wir sehen, was das ist. Da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch was. Hier hinten ist vielleicht noch was. Also, da ist was los. Ziehen wir den dorthin. Den hier drüben an den Rand. Dann haben wir hier noch eine Gatling, mit der können wir hier diese Flanke sichern. Nicht, dass er hier auf die Artillerie eindrischt. Die Artillerie hat schließlich nur 21 Nahkampfstärke. Kann also relativ schnell vernichtet werden. Und den ziehen wir mal hier drüben hin. Dann haben wir hier eine komplette Front, die man auch nicht umgehen kann. Wunderbar. Und jetzt kommt die Artillerie. Die kommt jetzt noch dahin. Genau hier in der Mitte. 1, 2, 3. Nämlich dann nächste Runde da weiter voranschreiten kann. Und jetzt Admiral noch. Nee, nicht Admiral. General noch dahin. Damit haben wir hier so eine schöne Keilformation hier. V-Formation. Zack. Einmal an der Spitze die stärkste Einheit. Zweitstärkste daneben. Und die nächsten Einheiten direkt daneben zum Nachlegen. Für den Fall, dass da was gemacht werden muss. Das macht der hier. Den schieben wir in die Stadt. Der kann ja dann entsprechend ausruhen danach. So. Rest verschanzen. Und ja, mit diesen Punkten und ja, wir gucken mal gerade hier bei Teotihuacan. Da ist so Produktion sogar hinzugekommen. Habe ich sogar 11 Produktionen jetzt. Also mit diesen Punkten und dieser Formation und hier gleich zwei Einheiten abgeschossen und trotzdem die Stadt ungehalten. Das wird ihn vielleicht überdenken lassen, ob er den hier wirklich, den Schützen wirklich da stehen lassen will. Und ob er hier wirklich wieder eingreifen will. Wenn er ihn da stehen lässt, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, weg ist er. 5, 4 oder 5, 4 oder 5 Schüsse, weg ist er. Die Stadt runterschießen, einnehmen. Wenn ich hier noch was wegschießen muss, gut, dann halt muss ich es halt wegschießen. Und was haben wir hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 5, wenn er hier was ist, könnt ihr auch mit der ankommen und was wegschießen. So oder so wird es ganz interessant und spannend, ob ich nächste Runde Tenochtitlan erobern kann oder ob ich mich hier noch mit weiteren Einheiten rumplagen muss. Jedenfalls, wir stoßen von beiden Seiten vor und die Stadt, die gehört dann hoffentlich bald mir und damit habe ich plus 25% auf große Persönlichkeiten. Das Wunder, was ich eigentlich haben will, plus die Notre Dame, die hier drin ist. Das nächste Wunder, weshalb Tenochtitlan wirklich eine lukrative Beute ist. Ja, und ja, damit verabschiede ich mich. Und ja, das war's schon wieder. Wir sehen uns dann wieder bei den nächsten Runden. Hoffentlich nochmal am nächsten Wochenende kann ich spätestens nochmal Videos machen, bevor ich mich dann in den Flieger mache, in meinen wohlverdienten nächsten Urlaub. Bis zum nächsten Mal und Hellas!